Was ist Architektur? Ein Zustand. Was kann Architektur? Das muss alles können. Wie positionieren Sie sich im Diskurs der Architektur? Wie positioniere ich mich? Haben Sie vielleicht Vorbilder oder eine Strömung? Oder? Nein, grundsätzlich einmal ganz gemütlich in einem Café. Und Vorbilder gibt es viele, die man wieder austauscht und ein paar bleiben halt übrig. Und haben Sie eine Entwurfsmethode? Die ist jetzt mal anders. Aber der Zugang, der muss halt immer sehr logisch, konsequent und sehr analytisch sein. Und damit man eine gesicherte Ausgangsposition hat. Und Sie haben vorhin Cedric Price und Nervi angesprochen. Naja, die sind so Säulenheilige, die haben Unglaubliches geleistet. Und da hat man natürlich eine Hochachtung. Und da gibt es vielleicht andere auch noch. Aber das hängt immer davon ab, was man im Speziellen braucht von denen. Oder wie beurteilt man die Haltung dieser, nicht die Haltung, sondern die Einstellung zur Architektur und die Resultate für eine spezielle Aufgabe oder für eine spezielle Thematik. Das kann jetzt sein Statik oder Funktion oder Atmosphäre oder sonst irgendwas. Aber eigentlich ist die Architektur laut Wittgenstein eher eine Arbeit mit sich selbst. Und Sie haben vorhin eben Visionen angesprochen. Ja, die sind wahnsinnig wichtig. Und die braucht man eigentlich nicht nur, um sich zu positionieren, sondern wenn man zu einer Erkenntnis gekommen ist, wie man Dinge radikaler lösen kann. Und sehen Sie sich als Architekt, als Person, die versucht, irgendwie die Gesellschaft zu verbessern oder das Leben der Menschen besser zu gestalten? Ja, das ist schon, aber da muss man aufpassen, dass es nicht eine Zwangsbeglückung wird. Eigentlich muss man eine sehr gute Standsicherheit im Leben haben, um überhaupt beurteilen zu können, was will man eigentlich selbst und was könnte man den anderen zumuten, damit es ihnen besser geht. Und vielleicht letzte Frage. Wie würden Sie unterscheiden zwischen ein Gebäude, das Architektur ist, und ein Gebäude, das nur Gebautes ist? Naja, es gibt ganz simple, einfache Strukturen, die im ersten Augenblick nicht unbedingt mit einem Prädikat ästhetisch oder einer Architekturströmung entsprechen. Denn es gibt auch manchmal ganz einfache Dinge, die in ihrer radikalen Konzeption so stark sind, dass man sich entweder schon gewöhnt ist oder gewohnt ist oder und daran vorbeigeht und das sind so Dinge, die man eigentlich nur persönlich entdeckt. Und sonst eigentlich, wenn man es publiziert, dann wissen es plötzlich alle. Ja. Aber eigentlich ist der persönliche Zugang zur Umgebung und zur Umwelt schon ein ganz wesentlicher Aspekt für das Architekturschaffen. Also für das subjektive Architekturschaffen.